Corporate Social Responsibility. Um diesen etwas sperrigen Begriff geht es heute im P3 Live Talk. Wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Viele wissen ja, worum es sich dabei handelt, manche auch nicht. Und wie immer habe ich mir zu diesem Thema eine absolute Top-Expertin eingeladen. Eine Frau, die sich schon, ich weiß nicht, gefühlt wahrscheinlich ihr halbes Berufsleben mit diesem Thema beschäftigt. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen, Katja Hofmann. Ja, herzlichen Dank, Claudia, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, Corporate Social Responsibility. Bevor wir in dieses Thema gehen, möchte ich dich ganz kurz vorstellen. Du bist Unternehmerin. Du beschäftigst dich schon sehr, sehr lange mit dem Thema sinnstiftendes Marketing, bist dort absolute Expertin, hast vor 13 Jahren das Unternehmen KMU gegründet. Ich dachte am Anfang KMU, aha, das steht für kreative Marketingunterstützung. Und du bist Autorin, du bist Speakerin und vor allem hast du in dieser Berufstätigkeit, in dieser beratenden unternehmerischen Tätigkeit eine Methode entwickelt, die Core-Methode, auf die wir heute auch eingehen werden, mit der du ermöglichst, dass Unternehmen diesen Weg zu mehr Nachhaltigkeit, zu einer nachhaltigen Strategie, zu mehr Corporate Social Responsibility gehen können und das auch messbar machen. Das finde ich super spannend. Und bevor wir darauf eingehen, meine allererste Frage: Wie bist du auf dieses Thema gekommen und wie bist du letztendlich, bist du darauf gekommen, was du heute machst? War das schon immer in deinem Kopf oder hat sich das irgendwie ergeben? Es interessiert mich. Nee, es hat sich so ergeben. Also ich fange so an. Ich war in einem Sportmarketingunternehmen. Und dort habe ich die Schulungen gemacht, die Konzepte geschrieben und wir haben quasi für Special Olympics, kleine örtliche Sportvereine, aber natürlich auch hier Stuttgart ansässig, VfB, Sponsoring gemacht. Das war sehr erfolgreich. Wir sind immer weiter gewachsen und gewachsen, haben also immer mehr Profit gemacht, die klassische Unternehmenssteigerungen. Ich war dann in Hamburg und der Schweiz und überall unterwegs. Und in dieser Arbeit habe ich mitbekommen, es gibt Unternehmen, die finden das sehr sinnig, so eine Marketingstrategie im Sponsoring zu machen. Und für andere ist es eher rausgeschmissenes Geld. Die engagieren sich, weil sie sagen, nee, ich kenne halt den Vorstand, ne, von dem Verein. Natürlich machen wir da oder unterstützen wir oder helfen wir damit. Die nehmen das aber nicht als Marketing. Das war mein Beginn. Und irgendwann war in dieser Profitsteigerung für mich ein Maß erreicht, wo ich sage, das entspricht nicht mehr meinen Werten. Und ich habe dann ziemlich Hals über Kopf, würde ich heute niemandem empfehlen. Ich würde es mit einem Businessplan empfehlen. Und bei mir war es eine Bauchentscheidung, zu sagen, jetzt ist fertig und ich gründe. Es muss doch was geben, wie man wirtschaftlichen Erfolg mit Ressourcen und mit menschlichen, ja, Förderungen erreicht kann. Und das muss doch in Einklang gehen. Und dann habe ich ein Buch darüber geschrieben. Also Sponsoring, gute Unternehmen machen Werbung, exzellente lassen positiv über sich sprechen. Und das war eigentlich der Beginn, darüber zu sagen. Und ich habe immer gesagt, die Wirtschaft und diese sozialen Organisationen sind die perfekte Ehe in einer Zeit, in der wir neue Marketingstrategien brauchen. Das war das sinnstiftende Marketing. Und so bin ich da immer tiefer reingegangen, ne? Und dieses Sponsoring, Gemeinwesen quasi, alles, was damit zu tun hat, ist ja ein Part von CSR, also ein Handlungsfeld. Und so ging das dann weiter in die Entwicklung quasi von CSR-Konzepten. Und du kannst dir vorstellen, 2008, Corporate Social Responsibility, was man heute noch kaum aussprechen kann, wie Hustensaft klingt oder das ist dann ein Punkt, wo es um Nachhaltigkeit geht und natürlich eine Riesenbedeutung jetzt gewonnen hat, aber damals eben das noch nicht hatte. Das heißt, wir haben Konzepte verpackt in Unternehmen rein, haben solche Aktionen gemacht mit ganz unterschiedlichen Branchen. Die Impulse haben dann mal unsere Marketingbeispiele genommen, das ist völlig ungewöhnlich, was die da tun. Ja, es war immer erfolgreich. Also kamen dann in die besten Beispiele auch rein, in das Magazin, ja. Die Kunden waren begeistert und haben eigentlich gar nicht gewusst, dass es eine CSR-Kampagne ist. Ja, und aus diesem Bereich raus, dass ich sage, es geht nicht nur um eine Sozialromantik oder um eine Ökoromantik oder jetzt das Thema Klima, sondern es geht auch, und es ist auch ein Handlungsfeld von CSR, um wirtschaftlichen Erfolg. Aber in Einklang, also
mit den Bereichen, mit Mitarbeitern, mit Umwelt und mit dem Gemeinwesen, also dem Lokalen, mit dem ich zu tun habe. Und das ist für mich eine wirklich zukunftsfähige Wirtschaftsausrichtung. Und zwar in allen Bereichen. Das heißt, du warst, ich meine, du bist es ja noch heute, aber du warst wirklich auch eine Visionärin, weil 2008, so wie du es gerade gesagt hast, oder eben auch später noch, dieses Thema hat ja erst in den letzten Jahren verstärkt Bedeutung gewonnen. Zum einen natürlich so durch bestimmte ökologische Entwicklungen, aber zum anderen auch natürlich durch viele andere Entwicklungen, die sich jetzt in der Wirtschaft, aber eben auch in der Gesellschaft tatsächlich ergeben. Und was war denn, vielleicht nochmal einmal zurück, als du das gegründet hast, ich finde das so lustig, dass du sagst, das war eine absolute Bauchentscheidung. Ich glaube, ganz ehrlich, bei den guten Ideen ist das, wenn du das so tief fühlst, ist das wahrscheinlich im Rückblick eine gute Entscheidung gewesen, auch wenn du es vielleicht keinem empfehlen würdest. Aber mit was für einer Vision und Mission bist du mit deinem Unternehmen unterwegs? Also es geht uns wirklich darum, diese Wirtschaftsethik oder ein neues, also wir stecken ja in so einem Transformationsprozess drin. Also und viele Forscher, Zukunftsforscher sagen, wir alle schreiben gerade Geschichte. Also wir sind in einem der größten Transformationsprozesse unserer Gesellschaft, unserer Geschichte. Unseres Planeten, ehrlich gesagt. Genau, also nicht nur Deutschland, Österreich. Genau. Irgendwie, sondern wirklich global, ja, haben wir echt eine Aufgabe. Und der Weltklimarat hat ja die Berichte vorgelegt und hat gesagt, das ist menschengemacht, was wir hatten. Und ich finde, wir haben viele Dinge getan, die in der Vergangenheit eben waren, eben Profitmaximierung, Wachstumsraten, ne? Aktionäre, die das noch mehr treiben, auch erwarten, wie kann die Steigerungen da sein. Du konntest ja nicht sagen, wir machen den gleichen Umsatz, ne? Dann war das ja schon nicht erfolgreich. Also, ja, und das war das, was an Universitäten auch gelernt wurde und was unser System einfach so war, ne? Mehr, größer, weiter, mehr Konsum, mehr Dinge. Und was haben wir gehabt? Letztendlich auf Kosten der Menschen, ne? Wir haben eine riesen Burnout-Rate, wir haben riesen Themen in der Gesundheit mit drinnen. Also ich denke, es braucht jetzt einen Switch für was anderes. Und ich rede nicht davon, dass alles nur noch ökologisch ist und keiner darf jetzt mehr reisen oder alle müssen Vegetarier werden oder wie auch immer. Aber es geht um eine Veränderung in eine verantwortungsvolle Zukunft. Und das, was wir uns wünschen, ist, dass jeder für sich übernimmt, was ist die Verantwortung, wie kann ich Teil einer Lösung sein und was kann ich dazu beitragen. Wenn wir das mit dieser Core-Methode bringen und quasi im Bewusstsein den Menschen mitbringen, wie sie denken können, und zwar lösungsorientiert, nicht angstorientiert, das finde ich ganz wichtig, dann haben wir ein Lösungsmodell für unsere Zukunft, ne? Ja, da sind wir ja schon mittendrin. Vielleicht kannst du einfach mal für unsere Zuseherinnen und Zuseher erklären, was so das, also zum einen, mit was für Themen und Problemen, Herausforderungen kommen die Unternehmen zu euch? Und was ist dann die Core-Methode und was könnt ihr da bewegen? Das wär gut, wenn du das einfach mal so erklären könntest. Ja, also ich würde noch mal gerne einen Faktor zu dem CSR, weil wir das noch gar nicht aufgeklärt haben. Das ist die gesellschaftliche Unternehmerverantwortung. Das heißt Corporate Social Responsibility, also ganz kurz gefasst. Und das ist ein freiwilliges Engagement, was Unternehmen quasi in den Handlungsfeldern Mitarbeiterförderung, also alles, was mit dem Arbeitsplatz zu tun hat, mit dem Gemeinwesen, der Standortaktivität und der Umwelt und natürlich auch ökonomischen Erfolg, also wirtschaftlichen Faktoren beinhaltet. Und das ist ein strategisches Konzept, ein Unternehmensstrategiekonzept, wie ich mein Unternehmen da aufstelle. Jetzt gibt es Richtlinien in der Politik, die sich ja verändert haben. Und jetzt komme ich auf deine Frage, was sind die Treiber, warum machen Unternehmen das überhaupt? Also es gibt natürlich die Unternehmen, die schon einen nachhaltigen Kern haben, ne? Die schon irgendwas herstellen, was im Kern irgendwie nachhaltig ist und sich eine Strategie wünschen. Also nur weil ich vom Grundkern ein nachhaltiges Produkt habe, habe ich ja noch keine CSR-Strategie. Das ist eins, was ich mache. Aber die anderen Unternehmen, die kommen von der Politik her, ist das Thema Lieferkettengesetz.
Das heißt, ihre Kunden kommen auf sie zu, zum Beispiel im Maschinenbaubereich, und sagen, ihr müsst hier die Maschinen CO2-neutral machen, ihr müsst einen Beitrag dazu leisten, wie denn das besser wird. Das ist ein Faktor, also von den Kunden auch getrieben, ne, die Anforderungen der Gesetze umsetzen wollen. Und die anderen sind auch klassische, ich finde keine Mitarbeiter. Und die Studenten ja. wollen sich bei uns nicht mehr bewerben. Ja? Also egal, der Lohn, den wir nehmen, das, was wir früher gemacht haben, reicht nicht mehr aus, um wirklich gute Nachwuchsführungskräfte für uns zu gewinnen und zu binden. Und das ist, was wir auch merken, dass wirklich auch, wir machen ja auch so CSR-Webinare und Vorträge, dass wir ganz viel Mitarbeiter drin haben, die auch echt den Wunsch haben, also die Menschen den Wunsch haben, in ihren Unternehmen, also nicht nur privat was zu machen, sondern auch ein sinnhaftes Unternehmen also haben wollen und diese Nachhaltigkeit da auch vorantreiben wollen. Und ich finde das, wenn ich dich unterbreche, ich finde das ja super spannend, weil das ist ja dieses Thema Mitarbeitergewinnung, das ist ja so mein Thema. Und ich erzähle wirklich jedem, der nicht bei drei auf dem Baum ist, dass das wirklich die Zukunft ist. Und dass, ich sage ja immer, in 5 bis 10 Jahren werden Unternehmen, die ihren Mitarbeitern und ihren Bewerbern nicht erklären können, was sie da eigentlich tun, welchen Beitrag sie leisten für eben genau diese gesamte Verantwortung, die aus diesen 4 Aspekten besteht, die du gerade gesagt hast, dass die überhaupt niemanden mehr finden werden. Und deswegen finde ich es spannend, dass sich auch aus diesem Grund Unternehmen an euch wenden und dass das auch intrinsisch getrieben von den Mitarbeitern ist. Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant und bestätigt so ein bisschen nicht meine repräsentative Erfahrung. Ja. Ja, also kann ich dir nur bestärken. Gut, dann kommen wir doch mal. Also das sind so zwei Beispiele, zwei Gründe. Es ist ja so, dass große Unternehmen inzwischen verpflichtet sind, also Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, Stichwort Lieferkettengesetz und Stichwort auch CSR-Bericht. Ich vermute, ihr habt aber sicher auch kleinere Unternehmen, die das eben dann vielleicht wollen. Wenn jetzt ein Unternehmen aus irgendeinem dieser Gründe zu euch kommt, wie geht ihr da vor? Wie funktioniert die Core-Methode? Also da haben wir viel geforscht. Also grundsätzlich kann es jede Branche machen. Und was vor allem das Charmante ist, was uns ganz wichtig war, ist, es darf keiner ausgeschlossen werden. Es soll jeder mitwirken können. Also ich muss nicht BWL studiert haben, CSR studiert haben oder so, damit ich Ideen einbringen kann. Weil Ideen aus meinem Arbeitsfeld heraus, was ich verändern kann, wo eine Kartonage kleiner werden kann, wie eine Verpackung zur Wiederverpackung werden kann, was wir machen können, um die Mitarbeitermotivation hochzusetzen. Das sind Dinge, die aus Arbeitsplätzen kommen. Und wir gehen her und sagen quasi, ihr könnt einen Workshop machen. Dazu könnt ihr die Core-Methode nutzen. Das ist ein CSR-Koffer, wo ich alles drin habe für 8 Leute, die quasi da arbeiten. Die können die dann selber durchführen und mitmachen. Und das andere ist einfach der Gedanke, dass man sagt, naja, ich nehme quasi einen Moderator mit dazu, von uns dann aus dem Team jemanden, der diesen Prozess moderiert. Und das Charmante ist, also jeder kann mitwirken, unabhängig von seiner Vorbildung. Das Einzige, der muss Deutsch oder Englisch können, weil es in den 2 Sprachen das gibt. Und das andere ist, ich brauche einen Tag. Und nach einem Tag habe ich quasi echt aufgesetzt, wie ist unser Ist-Stand, was sind unsere Ziele in der Nachhaltigkeit, was wollen wir erreichen, was für Strategien setze ich auf, welche Projekte gibt es und wie kann ich meinen Erfolg evaluieren. Das war auch ein ganz wichtiger Faktor. Es sollte kein, ich will aus dieser Sozialromantik raus, ja, wir sind hier irgendwie Weltverbesserer. Nein, wir sind wirklich handfeste Unternehmer und es soll auch jeder, der mitgewirkt hat, in dem Workshop feststellen können, was haben wir denn erreicht für uns und für unser Unternehmen. Und das war eben diese Erfolgsevaluation, da drauf sitzt. Ein Tag, ein Workshop-Tag, 8 Leute. Und dann geht es natürlich in die Projekte rein. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, nach einem Tag brauchst du nichts mehr. Seid ihr fertig? Ja, aber dieser eine Tag mit dieser Methode, also tatsächlich, was ja so ein bisschen dann vom System her, von methodisch geführt ist,
nach diesem Tag hat man für sein Unternehmen im Prinzip die Handlungsfelder abgesteckt, ist das richtig? Ja. Und Projekte identifiziert, die man dann angehen kann, und die Entscheidung, womit man startet oder wie schnell man das macht, das entscheidet dann das Unternehmen vermutlich nach verschiedenen Kriterien. Oder gibt es dort auch Empfehlungen von euch dann für die weitere Vorgehensweise? Ja, also wir haben Prozesse, da ist der Chef gar nicht dabei, da machen es wirklich nur die Mitarbeiter. Und dann ist vorher ausgesprochen, je nach Chef sagt er, ich stelle ein bestimmtes Budget zur Verfügung, auch manpowermäßig oder finanziell, je nachdem, wie ich das gerne möchte. Oder ich gehe her und bespreche quasi im Nachhinein das, was wir jetzt gerade im Hintergrund sehen, ist genau so eine Collage, die da nämlich entsteht, wo man nachher sieht, was haben wir, welche Projekte haben wir identifiziert, wer macht wann was. Und dann sieht man auch auf einen Blick, also man kann ganz schnell Menschen abholen, wenn ich die mit einbeziehen will, weil ich dann genau erklären kann, guck, das ist unser Iststand, das sind die Projekte, die wir haben, da wollen wir hin, das sind die neuen, die wir deshalb aufsetzen, und das ist die Kommunikation, die wir machen, das ist unsere Erfolgsevaluation, wo wir jetzt stehen, und wenn wir die Projekte gemacht haben, machen wir das nochmal in einem halben Jahr. Und so ist ein ganz schneller Überblick über die Ergebnisse, über die Klarheit der Strategie. Ich bin ja so ein Fan von Quick Wins irgendwie so, auch im, egal in welchem Projekt. Aber ich glaube, das hält, also nach meiner Erfahrung hält das einfach auch die Leute bei der Stange und steigert die Motivation, wenn man sieht, dass es eben nicht nur etwas ist, was man über die nächsten 6 bis 12 bis 18 Monate macht, sondern auch einfach zwischendurch immer schnelle Ergebnisse hat. Und wenn nach einem Tag zumindest dann auch so ein Fahrplan, will ich mal sagen, da ist, dann muss das ja unglaublich auch die Motivation für das Weitertun und überhaupt erstmal in Gang kommen fördern. Wie ist da so deine Erfahrung aus den letzten Jahren und aus der Anwendung dieser Methode in den Unternehmen? Ja, also wir haben im November 2019 die Methode auf den Markt gebracht und haben jetzt natürlich die ersten Ergebnisse evaluiert auch. Okay. Was für Projekte ist umgesetzt worden, was hat sich verändert? Und das war ein großer Faktor, dass wir gesehen haben, 80% der Projekte, und das ist echt extrem hoch, ist umgesetzt worden. Und ja. Das ist wirklich viel. Total. Und es ist immer weitergegangen. Das heißt, die Mitarbeiter haben immer wieder Ideen eingebracht. Also es hat nicht gestoppt. Ne? Du hast einmal ein Thema, wo du dran arbeitest in einem Workshop, und dann ist es quasi, naja, nicht mehr im Fokus, ne? Weil der Alltag kommt, sondern da ist was angeschoben. Und das muss es eigentlich auch sein. Also das darf ja nicht sein, dass ein Berater immer reinkommt und sagt, jetzt machst du das und das, ne? Und so ist der Prozess, sondern dass es sich von innen entwickelt, ne? Und in eine Selbstverständlichkeit mit reingeht. Und das, was wir gemerkt haben, ist, dass die Leute ganz wenig Widerstand haben, weil das ja nicht von oben geht, wo befohlen wird, jetzt machen wir das und so musst du deinen Abfall trennen oder das Abfallmanagement gestalten, sondern die Ideen werden ja aus den Mitarbeitern entwickelt, ne? Also, und ja. Das ist ganz, also wir haben eine ganz hohe Umsetzung, wir haben eine ganz hohe Akzeptanz, also ganz wenig Widerstand, und wir haben ein enormes Potenzialentfaltung von den Mitarbeitern. Weil man kann sich jetzt vorstellen, stellen jetzt so ein Lagerarbeiter oder jemand aus dem Elektronikbereich und denkt und darf seine und soll seine Meinung sagen zu bestimmten Themen in diesem Prozess, die Zukunft des Unternehmens steuern. Also das ist ja nicht nur, ich mache irgendwie was, sondern ich arbeite ja an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Und das ist einfach was, wo Menschen, wo wir merken, da empfindet so ein Entwicklung statt, ja. Das erhöht unfassbar die Identifikation mit dem, und nicht nur mit dem Prozess, sondern mit dem Unternehmen. Und das ist wirklich echte Teilhabe. Ja. Und dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit das klingt für mich so, als wenn dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit nicht nur in so einer Organisation, sondern für jeden Einzelnen eben spürbar wird und dadurch das Ganze auch dann einfach noch verstärkt wird. Ja, genau, hast du super erfasst, ja. Absolut. Ja. Magst du mal ein oder zwei Beispiele aus, wenn du sagst, ihr habt jetzt schon einige Dinge evaluiert, also jetzt ohne die Namen des Unternehmens zu nennen, aber einfach nur so, damit sich jemand mal vorstellen kann, okay, was sind das denn für
Projekte, die da angestoßen und dann umgesetzt werden, nur um mal eine Idee zu bekommen, was könnte das denn bei mir im Unternehmen sein? Ja, also ich fange mal mit einem Kunden an, der schon sehr, sehr weit im CSR-Bereich ist und der verschiedene Bereiche schon abgedeckt hat mit Managern. Also die haben sogar die CSR-Bereiche unterteilt und haben da Verantwortliche. Und das ist ein sehr großes Unternehmen, das weltweit natürlich agiert. Und die haben die Core-Methode eingesetzt, um aus diesen ganzen unterschiedlichen Menschen und Strategien in den Bereichen quasi wieder eine einheitliche Richtung zu machen. Mhm. Das ist ein Faktor. Also da ist auch nicht von uns eine Begleitung da. Die sind professionell, ne, in ihren Abläufen und Workshops und so weiter. Die haben nur diese Methode quasi genutzt, um das gut zu bündeln. Ein anderes Unternehmen hat quasi mehrere Filialen aufgekauft jetzt, also sehr stark gewachsen, und hat den Wunsch gehabt quasi, wie können wir diese Filialen auch zusammenführen? Also wie kann aus diesem, naja, wenn ich eben Niederlassungen aufkaufe, sitzen ja Menschen da, die vorher eine andere Firmenbezeichnung hatten, eine andere Philosophie haben und so weiter. Ne? Und die müssen ja dann in diesen Prozess eingeführt werden, dann dieses Unternehmens, dass es so eine Richtung gibt. Und da haben wir quasi dann hybrid gearbeitet mit allen Filialen zusammen. Also es waren in dem Fall 4 Stück und haben quasi geguckt, was gibt's denn alles schon? Was ist in der Filiale? Was ist in dieser Filiale? Ne? Wie sehen die Prozesse da aus? Und wie kriegen wir jetzt ein gemeinsames Commitment hin, sodass auch jeder ja einen Fairness-Charakter hat, ne? Dass in Düsseldorf, in München, in Stuttgart eben die gleichen Dinge herrschen, ne? Und nicht der Obstkorb nur bei den Stuttgartern hängt oder das E-Bike, das ich nutzen darf, nur die in München haben. Ne? So. Und das waren eben dann Prozesse, die gemacht worden sind und die Filialen auch zusammengeschweißt haben, um wirklich so einen Markenkern auch zu kriegen. Ne? Wer sind wir denn? Was ist uns wichtig? Wie machen wir das? Und das war ein strategisch ultra kluger Zug von dem Unternehmer, der das gemacht hat. Weil was hätte er sonst machen sollen, um zu sagen, wie können wir zusammenarbeiten und wie können sich also über das CSR hinaus auch sinnvolle Arbeitsprozesse ergeben, ne? Wenn ich was wissen möchte, dass Menschen mir was teilen, also dass es wirklich so ein gemeinsames wird, ne? Bündelung von Kompetenzen. Ja. Also an sowas habe ich überhaupt nicht gedacht. Dieses Thema wirklich auch, was du jetzt, dieses letzte Beispiel, weil ganz oft ist es ja so, habe ich selber erlebt, wenn Zukäufe sind, das, natürlich geht es um Synergien und so weiter. Und häufig wird es dann von der Zentrale vorgedacht und dann kommt jemand und erzählt denen, wie das irgendwie passieren soll, ohne die Leute dort mitzunehmen, wie sie sind und auch auf das aufzubauen. Mhm. Und von daher, das ist ja voll genial. Ich mache mal eine kurze Pause und blende mal ein paar Kommentare ein, weil wir hatten und haben Zuseher. Ricarda ist da. Guten Morgen, Ricarda. Und sagt, dass das ein spannendes Thema ist. Und wir haben noch eine Zuseherin, Jolante. Identifikation mit dem Unternehmen, Selbstwirksamkeit. Genau. Also das ist, ich denke, das ist wirklich der Schlüssel überhaupt, um auch, mir fällt in dem Zusammenhang immer diese Gallup-Studie ein, ja, die jedes Jahr ja erneut gemacht wird und die zeigt, und das erschreckt mich total, dass annähernd 70% der Angestellten sich nicht emotional mit ihrem Unternehmen verbunden fühlen, wo ich dann immer denke, krass, wie kann man irgendwie arbeiten, ohne irgendeine Beziehung zu haben oder so. Und ich glaube, dass man durch diese Art, wie du das gerade geschildert hast, einfach wirklich diese Identifikation einfach erhöhen kann. Und zwar zum Wohle auch des Unternehmens, deswegen dieser Evaluationspunkt. Ist es auch so, dass, was sind das für Dinge, die da evaluiert werden? Wird dann, du hast gesagt, naja, Umsatz kann man damit nicht unbedingt steigern, aber was sind das für Beispiele, für was da evaluiert wird? Also man kann schon auch Umsatz steigern. Aber das, was wir evaluieren... Aber wahrscheinlich nicht kurzfristig, also nicht in diesem schneller, höher, weiter und nächstes Quartal sind wir da, oder? Nee, aber ich möchte einen neuen Zielmarkt aufmachen, kann natürlich schon auch ein Ziel von einer Nachhaltigkeitsstrategie geben. Oder ich will neue Mitarbeiter für einen bestimmten Bereich gewinnen, neue Azubis oder so. Ne? Und da kann schon auch eine CSR-Strategie helfen, diese Ziele konkret zu erreichen, ne? Und darauf hinzuarbeiten.
Ja, aber evaluiert werden weiche Faktoren. Also es geht ja darum, auch ein Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen, was bringt mir denn das? Also wenn ich mitkriege, dass mein Chef immer Sponsoring macht, einen Sportverein unterstützt, Pudelzuchtvereine oder was es alles gibt, ja, und ich denke so, boah, ich bin hier, auf dem, also der könnte uns auch mal ein besseres Gehalt zahlen, ne? Statt dass der da irgendwie Geld rausgibt, also hatten wir auch einen Fall, wo da auch kein Verständnis von den Leuten da war, warum macht man denn das? Und wenn das passiert und ich sehe, das zielt auf eine Strategie hin und das ist genau in der Richtung, die uns hilft, um dort eine bestimmte Zielgruppe zu erreichen, weil ich in dem Sportverein genau bei den Jugendlichen bin, wenn ich das jetzt noch klug einsetze, am Tag der offenen Tür und die einlade, ja, damit ich diese Zielgruppe bei mir im Unternehmen habe und sehen kann, dann kann das eine sehr, sehr gute, sinnige, kostengünstige Variante sein. Aber evaluiert werden Dinge wie, was ist der Lernfaktor? Gab es einen Lernfaktor bei diesem Projekt, zum Beispiel mit den Flüchtlingen, das wir gemacht haben? Gab es eine Veränderung da drinnen, eine höhere Motivation? Gab es Anerkennung von außen? Kam der Bürgermeister? Gab es einen Presseartikel dazu? Habt ihr einen Wettbewerb deshalb gewonnen? Also da gibt es ja auch Wettbewerbe wie Top-Arbeitgeber, CSR-Preis der Bundesregierung und. Also gab es da was? Also haben von uns Kunden auch einen Innovationspreis dann erhalten. Gab es Dinge, wo ihr eine höhere Klickrate habt? Wenn ihr im Newsletter über diese Themen berichtet, wird dann die Öffnungsrate höher. Also all diese Faktoren, die quasi im Marketing auch mit reinspielen, werden so abgefragt, wie Leute sagen, ah, stimmt, ach, da gab es Presseartikel, ja, stimmt, da haben ja Journalisten drüber berichtet. Ja, und der Bürgermeister hat sich das vor Ort bei uns auch angeguckt. Ja, das war natürlich toll, klar. Und dann merkt man, was tut dieses Thema, ne? Was hilft uns das, wenn wir mehr Bekanntheit haben wollen, unser Renommee verbessern möchten, als Arbeitgeber attraktiver wahrgenommen werden wollen. Was helfen diese Maßnahmen dann? Dann kriegt das einen Zusammenhang und die Leute verstehen, ah, das ist die Strategie. Und wenn sie das verstanden haben, können sie sagen, oh, und jetzt hier hätte ich jetzt noch eine andere Idee. Da könnten wir noch das einbringen. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, da ist es so, da dürfen die Mitarbeiter Vorschläge machen, welche Projekte dürfen denn umgesetzt werden. Also kennst du vielleicht auch, ja, also es gibt dann einen, der kann es irgendwie besonders gut mit dem Chef und dann hat er die Trikots für seinen Handballverein gekriegt, ja. Ich bin im, weiß ich nicht, Volleyball und das ist bei mir voll unfair, weil nämlich mein Verein nicht unterstützt worden ist. Und wenn ich eine klare Regel habe, wie Mitarbeiter sich echt einbringen können und klar ist, wie ist die Checkliste, was muss beinhaltet sein, ne? Wie groß ist der Umkreis, wie viele Mitglieder muss das haben, was soll dieser Verein in der Kooperation machen, dann ist das einfach eine klare Sache und jeder hat Fairness, Transparenz und kann Ideen mit einbringen. Oder Wünsche. Super. Also für mich klingt das so ein bisschen jetzt, nachdem du das auch nochmal anhand der Beispiele erklärt hast, als wäre diese Methode so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau. So ein bisschen kommt mir, also im Bereich wirklich, also ich, für mich klingt das so, als wenn ich das wirklich auch für ganz viele verschiedene Arten von Change, also für Transformation einsetzen kann. Natürlich gedacht im Bereich CSR und verantwortungsvolles, ethisches, nachhaltiges Wirtschaften. Und das Spannende, ich blende jetzt gerade noch mal, das habe ich vorhin schon mal kurz gemacht, ich blende gerade noch mal die Seite ein, wo man sich informieren kann. Es ist ja so, dass zum einen die Entwicklung selber dieser Methode, die habt ihr ja auch gemacht, gemeinsam mit Hochschulen. Und was ich irgendwo gelesen habe, vielleicht kannst du da noch ein Wort dazu sagen, die Methode wird inzwischen auch schon an ein oder zwei Hochschulen unterrichtet. Ist das richtig? Ich meine, du bist ja auch, glaube ich, als Dozentin unterwegs, aber vielleicht magst du da noch mal etwas dazu sagen. Ja, also der Gedanke war der, auch wenn ich CSR unterrichte, kriege ich quasi vom Haupthochschule die Skripte mit vorgegeben. Und das sind 180 Seiten wissenschaftliche Theorie. Also selbst mir, die ich im Thema drin bin, macht das keinen Spaß. Das macht keine Freude. Und es braucht was, wie Menschen was verstehen, Lust haben mitzuwirken, weil die Themen sind gerade, egal ob wir die Bundestagswahl haben mit dem Thema Nachhaltigkeit, die Klimastreik, die Fridays for Future, die in Berlin gerade sitzen, nur mit den Bundestagskandidaten öffentlich sprechen wollen. Also wir haben ja jeden Tag eine Nachricht. Also das Thema ist ja wirklich präsent da.
Also das heißt, die Menschen sind bewusst in dem Bereich, aber mit den wissenschaftlichen Faktoren schaffe ich es nicht, dass ich Menschen mit einbinde und Lust mache darauf. Und deshalb sind wir an Hochschulen drinnen. Also das wird an der DHBW in Ravensburg unterrichtet. Im Marketingkurs ist quasi ein Part der CSR-Bereich. Und ich unterrichte an der ISM, also International School of Management in Stuttgart, wo alle Studenten der ISM den CSR-Kurs durchlaufen. Also unabhängig, was sie studieren, ob Global Fashion. Stark, also als übergreifend sozusagen, wie dieses Studium Generale. Das ist genau. Eine Fähigkeit oder etwas, was ich in jedem Fall dort in meinem Studium, egal was ich mache, dann habe hinterher oder zumindest davon gehört habe, selbst wenn ich es noch nicht umgesetzt habe. Aber Und das macht auch Sinn, auch in Bezug auf diesen neue Gesetz von dem Nachhaltigkeitsberichtsheftpflicht. Also der ist jetzt ab 500 Mitarbeiter war es ja schon, jetzt 250 Mitarbeiter. Aber was neu ist in dem Gesetz ist, dass das Management eine Verantwortung trägt und dass das auch dokumentiert sein muss, was sie machen in ihren Abteilungen. Das heißt, die Führungskräfte der Zukunft brauchen alle CSR-Verständnis und Know-how. Das heißt, sie müssen Verantwortung nicht nur für den Unternehmenserfolg in ihrer Abteilung bringen, sondern auch, was sind die CSR-Komponenten? Und das wird gesetzlich verankert und ich bin mir sicher, also wir sind auch im Umweltministerium im Austausch, dass das natürlich noch weiter runterkommen wird. Also das bleibt ja nicht bei 250 Mitarbeitern, sondern es wird dann ja Mittelständler betreffen für die Zukunft. Ja. Und das ist auch mehr. Super spannend. Und was auch ist auf dieser Seite, das habe ich war vorhin gerade noch mal drauf und ich habe ja selber auch schon mal dran teilgenommen. Ihr macht, ich glaube, jeden Mittwoch oder jeden zweiten Mittwoch, wenn man also für alle, die sich jetzt wirklich einfach mal auch einen Überblick verschaffen wollen und einen Einblick bekommen wollen, ihr macht immer so eine kreative Mittagspause, ein Webinar, wo ich mich dann dazu anmelden kann. Und dann ist das so, dass ich da einfach auch einen besseren Einblick bekomme. Stimmt das so? Magst du da nochmal was dazu sagen? Ja, genau. Also wir haben jeden Mittwoch um 12 Uhr eine nachhaltig inspirierende Mittagspause, wo wir uns um die aktuellen CSR-Themen, was ist gerade im Gesetz oder was passiert gerade irgendwie, auch einige Studien mit drin haben und dann auch die Core-Methode vorstellen. Also lade ich ganz herzlich ein. Wer Lust hat, mal um 12 Uhr mittwochs reinzugucken, kriegt da nochmal einen tieferen Einblick. Und es ist wirklich auch ein Live-Seminar. Man kann also auch wirklich da Fragen stellen und mitdiskutieren. Und ja, super. Und was auch sehr spannend ist, ihr bietet das ja auch quasi als Franchise-Modell an. Das heißt, man kann sich auch bei euch darin ausbilden und zertifizieren lassen, wenn ich das richtig verstanden habe, sodass man dann selber mit dieser Methode dann auch sozusagen als Erweiterung des eigenen Portfolios, Beratungsportfolios, damit dann eben auch in Unternehmen gehen kann. Ja, absolut. Also wenn wir uns angucken, gerade der nachhaltigen Entwicklung hat mit der TU Dresden Untersuchung gemacht und 0,1 bis 6,8% der Unternehmen haben überhaupt eine nachhaltigkeitsorientierte Strategie in Deutschland. Das heißt, wir haben da über 3 Millionen noch Bedarf, die noch nichts haben. Und das können wir vorstellen, das schaffen wir alleine gar nicht. Also wir sind jetzt 8 Partner, also 8 Core-Partner, die zwar verteilt von Berlin bis München und Frankfurt und so weiter eben sitzen, aber da braucht es einfach noch weitere Verstärkung von Menschen, die Lust haben, diesen Transformationsprozess mit in die Wirtschaft zu bringen. Ja, super. Und ich meine, du hast gerade gesagt, Deutsch und Englisch, der deutschsprachige Raum zumindest, er streckt sich ja auch über die Schweiz bis nach Österreich, wo ich sitze. Und auch da, also Schweiz ist jetzt nicht in der EU, aber es gibt ja letztendlich auch bestimmte Vorgaben von der EU, bei aller Unterschiedlichkeit der Nationalitäten. Und das Thema an sich ist ja jetzt kein nationales, wie wir vorhin schon festgestellt haben, sondern eher ein internationales. Ich will noch mal ganz kurz einen Kommentar einblenden. Ah, das bezog sich noch auf etwas, was wir vorhin hatten, dieses mit dem Mitarbeiter einbinden von Jolante. Genau, und die nachhaltige Mittagspause, sehr guter Vorschlag, hätte ich sowieso gemacht. Ich werde dann hinterher darunter in den Chat, werde ich dann einfach nochmal den Link stellen für diese Anmeldung zur nachhaltigen Mittagspause. Und was ich auch gerne machen möchte,
Katja, das ist wirklich auch auf dein Buch nochmal zu verweisen. Das können wir dann auch in den Kommentaren machen, sodass sich dann die das im hinterher sehen oder nochmal reingucken wollen, dass die das dann auch einfach sehen. Sehr gerne. Klar. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen. Das frage ich auch immer jeden meiner Gäste. Du hast schon so viel davon erzählt, Corporate Social Responsibility und Gesamtverantwortung und so weiter. Aber ich möchte ich trotzdem noch mal explizit fragen, was bedeutet für dich Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext? Mir ist gerade nur eigentlich ein Wort eingefallen, das ist Verantwortlichkeit. Ja, ich finde das spannend. Ich hatte vor 4 Wochen, glaube ich, hier den Thomas Vogel von Zeitgeist Engineering zu Gast und der hat sowas Ähnliches gesagt. Das ist wirklich, also das finde ich ist ein gutes Wort dafür. Und wenn du jetzt nochmal zurückblickst, deine Erfahrung und vor allen Dingen auch auf das, was du jetzt erlebst, auch in Zusammenarbeit natürlich mit deinen Kunden. Was denkst du, welche Eigenschaften und Fähigkeiten müssen aus deiner Sicht Unternehmen und Unternehmer haben, wenn sie in den nächsten, ich will jetzt nicht sagen 15 Jahren, aber vielleicht 5 bis 10 Jahren erfolgreich und zukunftsweisend am Markt bestehen möchten? Ich glaube, der wichtigste Faktor ist, dass wir merken, dass wir in einer neuen Zeit sind und dass wir bereit sind, loszulassen von alten Konstrukten, alten Dingen, die früher erfolgreich waren, dass wir verstehen, dass jetzt eine andere Zeit ist und sich zu öffnen für Neues und zu sagen, was ist die Zukunft, was will ich mit in die Zukunft reingeben, wie verantwortlich bin ich, wenn ich in den Spiegel gucke, irgendwann, 5 Jahre, 10 Jahre, was habe ich mit getan, außer den dritten Porsche zu haben. Also es darf jeder machen, wirklich wie er will, aber für sich das zu überlegen. Und es gibt tolle Konzepte, es gibt neue Technologien, und das mit nach vorne zu bringen. Das, was uns allen hilft, eine gute, lebenswerte Zukunft zu gestalten. Das ist ein schönes Schlusswort für unseren heutigen Talk. Katja, ich danke dir sehr für deine Zeit und insbesondere für deine Ausführungen, für deine Arbeit überhaupt, aber auch, wie du das hier für uns heute hier aufbereitet hast. Und ich bin mir ganz sicher, dass bei der nächsten kreativen Mittagspause wahrscheinlich einige mehr noch dabei sein werden. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, dann, wie gesagt, ich blende noch mal einmal deine Seite ein oder eine deiner Seiten. Man kann natürlich auch direkt auf LinkedIn mit dir Kontakt aufnehmen. Man kann dich auch einfach anrufen. Und von daher gibt es da ganz vielfältige Möglichkeiten. Vielen Dank. Ich fand das sehr inspirierend und sehr lehrreich. Ich habe heute wieder viel gelernt. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ja, Claudia, ich danke dir für dein ganzes Engagement, dass du so spannende Leute nimmst, die Themen rausbringst, was zukunftsfähig ist. Also das ist ein ganz wertvoller Beitrag. Dankeschön dafür. Und ich wünsche allen unseren Zuseherinnen und Zusehern, die live dabei sind und auch denen, die das dann nachschauen, es lohnt sich heute unbedingt, wünsche ich ein schönes Wochenende. Freut euch auf die nächste Woche. Da wird es schon am Donnerstag sein und dann habe ich wieder ein spannendes Thema aus einer ganz anderen Ecke. Bis dahin und tschüss. Okay.